Ja, wir sind zurück in einer niegelnagelneuen Aufnahmesession. Ihr seht, ich habe mich mal wieder in ein schickes Neptunblau mit Zigarre geschmissen. Ich dachte, es wird mal wieder Zeit. Und auch Hansari wurde ein bisschen warm um die Mütze. Ganz ehrlich, er hat sie verloren beim letzten Helikopterflug. Er hat sie einfach nicht wiedergefunden. Er behauptet, ihm war warm. Damit es passt, hat er auch noch die Klamotten ausgezogen. Und so wie es aussieht, hat er auch einen neuen Tarnanzug an, oder? Oder hattest du ihn schon immer so? Ja, ich. Ich habe mir meine Hose gewechselt. Die musste auch mal gereinigt werden. Ja, hat auch leicht gemüffelt, muss ich sagen. Genau. Die Lamas haben sich schon besperrt. Die haben schon hinterher gespuckt, Alter. Was ist mit dir, Alter? Ja, dann wollen wir mal weitermachen. War auf jeden Fall lustig, die gleiche Season. Ist immer noch derselbe Abend, damit wir uns schon mal entschuldigen für die chaotischen Sachen, die wieder passieren. Ich mach das. Wir haben mal kurz eine kreative Pause gemacht. Genau. Muss mal ab und zu sein, um die Uhrzeit. Ich sehe gerade, da unten ist noch ein Hubschrauber. Mal gucken. Der Alter, wie der schon wieder abgeht hier. Da unten ist noch ein Hubschrauber. Wollen wir mal gucken, ob der Raketen hat? Da muss ich ihn da ganz hin. Da hinten. Das Geile ist, mit dem können wir jetzt einfach landen und direkt den nächsten greifen, ohne dass es irgendwie ein Problem gibt. Oh, warte mal, hier sind noch Ressourcen. Schaffe ich die? Er muss wieder Action machen, das war so klar. Oh. Da merkt man, dass ich die kugelsichere Weste nicht mehr anhabe. Ja, ein auf den. Okay, warte. Warte, die Drohne ist über dir. Wie heile ich dich jetzt? Blitzreise nicht möglich. Ich will nicht reisen. Ich will dich heilen. Ich habe doch hier R1 Befehlrad. Nee. Wie heile ich dich? Du guckst die Drohne voll und denkst dir so, Alter, was macht der da? Rette mich. Ich bin mit dem Kopf im Stroh. Bei mir guckst du das an. Warte, ich muss mal kurz gucken, ob ich die richtige Fähigkeit ausgerüstet habe. Drohne. Also wenn du jetzt eine Granate zu mir schmeißt, dann hast du drei Leute auf einmal weg. Ja? Okay, machen wir schnell wieder raus. Jetzt teilen sie sich wieder auf. Granate fliegt. Ich habe gerade mal geguckt, ob welche Drohne ich habe, aber... Scheint mir so, dass ich nicht mehr die richtige Drohne ausgerüstet hatte. Na egal, muss ich später mal machen. Ja. Vielen Dank. So, Wiederbelebung kurz. Vor allen Dingen vielen Dank, sagt er. Ich habe dich gar nicht wiederbelebt. Ich muss sagen, die ACR ist klasse, Tolga. Kann ich dir empfehlen. Die musst du auch unbedingt mal ausprobieren. Hätte ich nicht gedacht, dass die wirklich besser ist als die Dinges. Als die G36. Na gut, die G36 ist ja in dem Sinne ja eine DLC-Waffe gewesen. Die hat man ja nur, wenn man den Uplay-Club sich geholt hat für ein paar Uplay-Points. Ja. Wusstest du eigentlich, dass man diese Uplay Points auch mit echten Euros aufwerten kann? Vom Wert her? Ja. Tango ist tot. Denn du musst bedenken, auf der Ubisoft-Seite, wo der Ubisoft Store ist, ist das ja ein offizielles Rabatt. Du bekommst ja für, wenn du dir was kaufst, bekommst du Uplay Points und du kannst mit Uplay Points Rabatte rausholen. Und. Das ist mir aufgefallen, als ich mal geguckt habe für diese total übertriebene 700 oder 800 Euro teure Assassin's Creed Origins Edition. Ja. Und du kriegst wirklich für 800... Ne, wie viel kostet es jetzt? Sagen wir mal 800, ne? 800 Euro kriegst du 800 Points. Uplay Points. Gut geschrieben. Das heißt, ein Uplay Point ist 1 Euro. Was du bekommst. Aber... Du bekommst nur 20% Rabatt. Das heißt, der Kurs ist ein bisschen schlecht. Ich habe irgendwas mal, ich glaube, ich habe mal, weiß jetzt nicht mehr genau, wie es ist, aber ich habe es mal umgerechnet. Ein Uplay Point ist umgerechnet 30 bis 40 Cent, abhängig davon, was du kaufst. Also hat das einen Wert von 40 Cent, ein Uplay Point. Ja, pues, vamos! Ach, sie ist Gabriela. Ah, das war nämlich vorhin in der Videosequenz. Bin mal gespannt. Wie eiert sie hier überhaupt rum, Alter? Ist sie besoffen?
So, müssen wir hin oder müssen wir die abschütteln? Ich glaube, wir müssen die töten, müssen ne? Da, wir müssen die da hinbringen. Okay. Die werde mich lebendig verbrennen. Sie sind sicher. Sie guckt aus dem Hubschrauber raus. Waren nicht die Masochen. Ja. Als ob sie selber lenkt. Sie lenkt auch hier so, wie ich hier fliege. Das ist definitiv sie das. Kann es irgendwie sein, dass hier Gegner sind, die wir erstmal töten müssen? Ja, du bist falsch. Geh hoch. Nein. Hier ist doch das, hier ist das Farbenkreuz. Hier ist das Dinges. Nein, nein. Nein, du musst mich hier vollkommen fassen. Da ist ein Pfeil. Ernsthaft? Ja, ich sehe das bei mir nicht. Du musst mir sagen, wo ich hin muss. Steig ein. Steig ein. Ja, bin dabei gerade. Wenn, ja, wenn... Steig doch da die ein, steckt ein. Sie betet. Ja. Und jetzt der Hubschrauber auf sie gelandet. Und ich bin im Hubschrauber gestorben. Ich schwör's dir, ich hätte keinen Pfeil. Hier steht 27 Meter. Ich muss in dieses Gebäude rein. Bei mir. Okay, der Hubschrauber hat sie getötet, weil die Explosion sie erwischt hat. Ja. Ey, ohne Scheiß, ich habe keinen Pfeil gehabt. Der einzige Pfeil, der auf der Minimap war, war dahin. Okay. Weil bei mir war genau auf dem Berg, genau auf der entgegengesetzten Seite. Ja, bestimmt, weil du sie angequatscht hast. Dann musst du auch fliegen. Das war wieder 1A, Alter. Du hast die Freiheit, tausend und eine Möglichkeit. Und wenn es wieder drauf ankommt, hast du eine Möglichkeit, diese Mission zu erledigen. Es ist so toll. Es ist so toll. So. Fehlgeschlagen, sie getötet. Wo sind wir überhaupt? Wieso bist du da hinten? 1,6 Kilometer von mir entfernt. So, jetzt bin ich auch tot. Ach so. Jetzt. Ich dachte, die hat. Und was? Alter, hier! Wow, was ist los, Alter? Was? Bei mir kam einfach eine Patrouille an! Ich habe noch zwei erwischt, aber die haben mich eiskalt platt gemacht. Die kamen einfach an, wie der Hubschrauber. Zack! Gestanden, geschossen. Zack! Was war das jetzt? Mann. War das so ein imaginäres Reset? So nach dem Motto, ey, du gehörst hier nicht hin, du bist 1,6 Kilometer entfernt. Beam dich mal zurück. Genau. Ja, ehrlich, du hättest es sehen sollen, die kamen auf mich zu. Geschossen. Ich konnte gar nicht so schnell reagieren. Ich hätte die beinahe gar nicht, ich hätte die gar nicht bemerkt, hätte ich mich nicht umgedreht. Weil die sind so schnell gekommen, in dem Minimap hat gar nicht auf die reagiert. Ja. Oh, hier, der Sonnenuntergang sieht ja cool aus. Gerade hier hinten über dem Berg, siehst du den? Ja. Gehen wir zum Hauptkokainlager, machen wir was anderes. Ja, machen wir das mal. Das Hauptkokainlager, wo er uns ja komischerweise hingeführt hat. Keine Sorge, das ist jetzt nicht verbuggt oder so. Das muss jetzt erstmal wieder. Das dauert ja immer 20 Minuten oder so, bis die Mission wieder startet. Und bei unseren Talenten dauert das jetzt wahrscheinlich auch 20 Minuten, bis wir hier wieder durch sind. Oh, hier, die Zikaden sind ja schön, wie die hier so lang zirpen und so rumgrillen. Ja, das ist wirklich nice. Was ist das überhaupt hier für ein Feld, Alter? Ich denke die ganze Zeit. Das Ding hat Grafikfehler, dabei ist das braun oben. Ach so, gerade wo ich die Drohne sehe, siehst du? Warte mal. Drohne. Ausrüstung. Medizin habe ich ausgerüstet. Warum konnte ich denn die jetzt nicht machen? Wie setze ich denn die ein? Die Drohne ist oben. Muss nach oben drücken und dann? Befehlsrad, Ping, Sichtmodus, Zoom, auf, abwärts. Vielleicht müsste ich noch näher an dich ran, wenn du K.O. bist oder so. Kann natürlich auch sein, ne? Das wollen wir beim nächsten Mal mal ausprobieren. Vielleicht muss ich so nah ran, wie wenn ich dich heilen müsste, also wenn ich dich aufhebe. Kann ja sein. Ja. Ist ja auch ein bisschen realistisch mit der Drohne, ne? Muss man auf die Entfernung. Boah, ich sehe ihn nicht. Tango 10. Ganz knapp sehe ich seinen Kopf, warte. Ja, okay, Scharfschütze ist aus. Alter, du hast voll den hellen Kopf. Du, ey, wenn man dich jetzt mit Thermo anguckt, musst du unbedingt mal machen, Alter, deine Arme. Die pure Männlichkeit strömt dadurch. Ey, du hast ja das gleiche Tattoo wie ich, sehe ich gerade. Weißt du was? Ich ziehe auch mein Hemd aus. Sieht man mal die ganzen hübschen Tattoos, die ich hier habe. Wo hast du das gemacht? Tanktop. Ach so, hier Tanktop, genau. Ja, genau, Tanktop. Da gibt's doch bestimmt auch hier dieses komische Neptun, oder? Da ist es doch perfekt.
Ja, das ist wieder unser Geschmack. Wir haben beide dasselbe Tattoo. Aber dafür habe ich diesen schönen Totenkopf auf dem linken Arm. Am Unterarm. Ja, du hast schon 10 Leute markiert? Alter, das ist ja hier wieder krass, was hier schon wieder abgeht. Das Gute ist, es wird gerade Nacht. Das Geile ist, wenn ich schon wieder durch Kim und Korn ziele, der Zigarrendampf beim Thermo ist so geil, Alter. Der heiße Zigarrendampf, Alter, blockiert mir die Sicht ab und zu. Also wenn das mal nicht cool ist. Weißt du, sowas bedenken sie? Bei einer Klamotte. Aber kriegen es nicht hin, die Steuerung vom Hubschrauber anständig zu bekommen. Nach 20. Alter, wie voll ist denn diese Scheiße hier? Okay, beide Bunker sind ausgeschaltet. Yo, Alter, das Haus ist voll, definitiv. Du hast immer noch nicht alle. Wo wollen wir denn da rein? Ach, das Hauptkokainlager. Ey, das ist die Hauptbasis, Bro, wo wir da rein wollen. Kein Wunder, dass das so voll ist. Da sind alle drin. Ja. Pass auf, könnte sein, dass wir wahrscheinlich den Erfolg gleich bekommen, dass wir die Drogenzufuhr gestoppt haben. Das wäre doch mal vernünftig. Jetzt ist irgendwas explodiert. Ich habe auf irgendwen geschossen. Ist durch ihn durchgegangen. Auf der anderen Seite der Basis ist ein Fass explodiert. Explosionsalarm. Jetzt kommen sie alle da. Ja, ich hab das Fass auf der anderen Seite der... Ich habe durch ihn durchgeschossen. Die Kugel war zu hart. Auf der anderen Seite der Map stand ein Fass. Das habe ich erwischt. Und dann sieht gut, dass sie kommen raus. Wow, nein, das ist nicht gut. Es kommen alle raus. Bro, alle. 3 Stück an meiner Leiche direkt. Ey, keine Die kommen rum. Die kommen rum, pass auf. Bleib da, einfach. 40 Sekunden, ich spawn bei dir. 2 Leute direkt auf dich zu. Noch 2. Stehen genau ineinander. Jetzt kommen nochmal 2. Einer ist nicht markiert. Das sind 2 Fettsäcke, die jetzt noch kommen. Einer ist markiert, der Fettsack, auf den schießt du jetzt gerade. Der zweite ist direkt hinter ihm. Kommt jetzt. Verfolg dich. Halt 5 Sekunden durch. Okay, ich spawne. Ladebildschirm. Jo. Schon wieder ein schlechtes Zeichen. Da war auch ein Hubschrauber, habe ich gerade noch gesehen in deiner Nähe. Ey, Bro, das tut mir leid. Hätte ich gewusst, ich hätte den Typen nicht weggeknallt, hätte ich gewusst, dass das Fass, dass ich das Fass auf der anderen Seite der Map erwische. So, ich bin hinter dir, 100 Meter. Der Tango ist 10. Ja, da können wir ja mal, wenn sie uns eh schon begrüßen, dann können wir ein bisschen Lärm machen. Ja. Hier ist er noch ein hier stand noch ein Fettsack. Den linken Scharfschützen kriege ich nicht. Ich versuche von rechts da. Schießt du hier Mörser? Nein, das ist ein anderer. Guck mal, Verstärkung von den Rebellen. Jo, jetzt kommt er bei mir. Das ist definitiv deren Mörser. Wo ist denn der da? Ach, dieses komische Symbol ist das. Okay. Mayo Coca. Okay. Kokain aus Mayo. Jetzt wissen sie, was sie in ihren Kartoffelsalat reintun. Sie haben... Weil du den Alarm zerschossen hast oder ausgemacht hast, haben sie uns verloren jetzt oder was? Da war ein Scharfschütze, sorry. Ist das ein Generator hier? Unter dir war noch ein Fettsack. Warte mal, wie war das mit C4? Soll ich einen Generator zerstören? Hab das C4 scharf. So.
Wie mache ich das jetzt? Wow, er hat mich zersäbelt. Hinter dir ist er, genau. Ja, Erfolg. Blackout-Sprenger. Tatsächlich. Kannst auch mit dem einen, der aus ist. Wenn so ein Generator ist, musst du C4 reinhalten und in die Luft jagen. Gibt ein Trophäe. Okay. Dauert ein bisschen, bis er aufploppt. So, jetzt mache ich mal hier einen auf Fattig und sammle mal in Ruhe die Ressourcen ein. Ich lasse dich einfach mal hängen. Ich habe ja meine Rebellenfreunde hier. Unten ist noch einer. Schon wieder einer am Mörser. Ey, den kriegst du nicht mehr los, die Jungs hier, ne? An der Gatling. Bist du in der Gatling dann? Ja. Ja, ich wollte das sagen, Mann. Die Frequenz kenne ich doch, wenn du da losballerst. Das klingt doch schon nach dir. Du schießt auch wieder in deinen Rhythmus. Dauerfeuer. Wahrscheinlich denken sich alle jetzt so, ey, also du bist so ein Spasti, Alter. Die ganze Action passiert bei dir und du sammelst hier irgendwelche komischen Ressourcen auf. Ja, hört dazu. Das ist ja. Arbeitsaufteilung. Genau. Hier ist übrigens noch ein Sammelobjekt hier oben, ne? So ein Bonusstern ist hier oben. Ist ganz, ganz oben. Jo, okay. Ich säubere jetzt nur mal kurz. Bonusorden für Blendgranate. Ah. Was hat er denn hier? Achso, ich dachte, hier läuft mir gerade einer aus, also so ein Mafia-Typ aus den 50ern entgegen oder aus den 20ern. Oh, 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 wo kommst du denn her? Seht ihr? Auch noch Action für mich hier. Wie bist du da reingekommen? Hier durch die Tür oder? Ja, unten durch die Tür. Alter, ist das hier dunkel. Ich mach mal Nachtsicht. Das ist ja noch dunkler hier in dem Gebäude. Haben die hier gar kein Licht? Alter, wie viele Frauen mir hier gerade entgegenkommen. Haha, die rennen alle vor dir weg, Bro. Ich denk, du hast dich gewaschen, Alter. Mütze ausziehen reicht wohl nicht. Die ganze Frau rennt erstmal weg, ey. Geil. Alter, liegt hier viel Kokain rum. Ja. Müssen wir das nicht alles mal in die Luft ziehen? Alter, wenn ich Nachtsicht ausmache, hier sieht man ja gar nichts. Ja, aber hier ist doch alles voller Kokain. Sollen wir das nicht in die Luft ziehen? Genau. Das müssen wir alles kaputt machen, ja. Ja, aber... 6 von 50! Genau, 6 von 50. Also das heißt, okay. Eine Granate hin. Ja, Granate kommt. Ja. Oh, die Zivilisten-Tussis. Verpisst euch. So, 9 von 50, 21. 22, ja. Ich hoffe, wir haben genug Sprengstoff. Ich habe ja hier irgendwo eine Munitionskiste. Vorsicht! Ich habe irgendwo eine Munitionskiste gesehen. Granate fliegt, nehmt das. Ich glaube, wir müssen nur die viereckigen platt machen. Diese an der Wand zählen, glaube ich, nicht. Ja. Ja, nur die viereckigen. Granate fliegt. Die Ladung ist scharf. Hab das C4 scharf. So. Oh. Spontan von grüne Sicht, graue Sicht. Danke. Ach, da oben ist noch. Okay. Ladung ist scharf. C4. Position. Gute Arbeit, Leute. Ah, du hast oben, ich hab unten hingeschmissen. Ist ja geil, Alter. Das hat super gepasst. Das ist auch hier wieder. So. Erfolg, Champion. Das endet sicher nicht mit schönen Tag noch. Wetten, das ist das, dass wir den Drogenzufuhr abgestellt haben. Stufe 30. Ach, deswegen hast du den Erfolg bekommen, Champion. Ach so. Ah, süße, okay. Apropos, warte mal, wenn ich doch jetzt Stufe 30 bin. Ja, hier, Tier 1 hat sich freigeschaltet.